Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. So, seit dem letzten Video ist wieder ein bisschen was passiert. Ich habe viel nachgedacht, vor allem über eure Kommentare. Ich habe die kritischen Kommentare stehen lassen, alles okay. Und habe auch darüber nachgedacht, was das jetzt hier, oder wie das jetzt hier weitergehen soll. Möchte ich das noch oder auch nicht? Und ja, ich möchte das noch. Zumal, also einige von euch hatten ja auch geschrieben, wir haben hier schon so viel Unterstützung bekommen. Erstens nur fair weiterzumachen, zweitens macht es mir ja super, super viel Spaß und ich will auch gar nicht aufhören. Diese Negativität oder die Enttäuschtheit oder was ihr bei mir gesehen habt im letzten Video, es war auch ein bisschen so. Also ich war nicht enttäuscht oder so, ich war einfach nur ein bisschen frustriert. Ich hatte das Video schon mehrfach aufgenommen. Ich habe damit gekämpft und damit ich das einfach online stellen kann, damit ich sagen kann, was Sache ist. Vieles hat am Ende eben auch gefehlt. Viel Information, die ich eigentlich auch noch geben wollte. Und weil es einfach weg war oder das Video komplett kaputt war. Und das war sehr frustrierend. Und dann saß ich da halt das x-te Mal und habe versucht, das aufzunehmen. Und war halt total genervt davon. Ja, und das hat man in dem Video auch ganz schön krass gespürt anscheinend. Hätte ich jetzt nicht nur allein wegen euch, auch wegen mir. Ich habe es ja schon öfter gesagt, das ist mein Videotagebuch. Ich liebe es, mir die alten Videos anzuschauen und zu denken, oh mein Gott, oder wow, wer warst du denn? Und dank eurer Unterstützung steht jetzt auch die Ausrüstung wieder fest. Alles da, was ich brauche. Es hat tatsächlich nur wenig gefehlt und das bisschen kam auch. Vielen lieben Dank an euch. Und genau, jetzt nicht weiterzumachen, wäre ja auch irgendwie ein Schlag ins Gesicht, ne? Für die Leute, die uns jetzt nochmal unterstützt haben. Ja, wie ihr seht hier hinter mir, wir sind irgendwo in den Tiefen Portugals. Wir sind irgendwo im Alentejo. Wir haben hier was zu tun. Beziehungsweise unser Freund, der Mikey, hat hier was zu tun. Und natürlich nehme ich euch mit, zeige euch ein bisschen die Umgebung. Alentejo ist ein sehr wilder Teil von Portugal, auch ein sehr rauer Teil, aber gleichzeitig auch ein wunderschöner Teil von Portugal. Hier ist vieles noch super, super ursprünglich. Und je weiter man reinfährt, desto ursprünglicher wird's. Das ist sehr, sehr schön. Hier leben ganz viele Aussteiger, hier leben ganz viele Leute, die sich selbst versorgen, weil die Grundstückspreise hier noch relativ normal sind. Aber was ist schon normal? Es ist nicht so wie die Algarve oder andere Teile von Portugal. Hier kann man noch günstig Land kaufen und auch mit Wasser, was natürlich sehr wichtig ist. Vor allem hier in Portugal. Wir sehen jetzt mit eigenen Augen, wie Portugal nach und nach immer trockener wird. Das ist sehr, sehr traurig mit anzuschauen. Also wer sich nach Portugal irgendwie absetzen will, sollte auf jeden Fall schauen, dass er Wasser auf dem Grundstück hat. Zusammen mit Mikey, seinem Freund, und die zwei werden Mikeys Esel woanders hinbringen. Mikey hat einen Esel und der muss woanders hingebracht werden. Da, wo er jetzt ist, kann er nicht mehr sein. Und die zwei müssen jetzt 20 oder 40 Kilometer, ich weiß es nicht, hier durch Gelände wie dieses laufen, in der Sonne. Und das dauert jetzt eine Weile und ich fahre mit den Kindern jetzt auf einen Campingplatz. Da waren wir heute Nacht schon. Der ist wunderschön und den werde ich euch dann auch noch zeigen. Es ist hier natürlich wunderschön, ne? Wenn man sich das alles mal anschaut hier. Und so. Man hat hier keine Internetverbindung. Also man ist wirklich ab vom Schuss und irgendwo in der Natur. So, das hier übrigens sehr, sehr wichtig, dieses Schild in Spanien und Portugal, dass man das dabei hat. Ansonsten kann es sein, man muss ganz schön viel Strafe zahlen. Guckt euch das mal an. So schön. Ne?
vom Campingplatz. So, hier drüben steht unser Wohnmobil und der Lysander, der ist schon startklar, damit wir jetzt in den Pool gehen können. Aurelia natürlich auch. Danke, Süße. Und die Esme muss leider hier bleiben. So, wir zeigen euch ein bisschen den Campingplatz. Der ist nämlich super, super schön. Der ist sehr günstig und er hat alles, was man braucht. Hier ist die Lavanderia. Dahinter haben wir einen Wickelraum und einen Bügelraum. Das sind Sachen. Das sind Sachen, ja. Solche Grillstellen gibt es über den ganzen Platz verteilt. Solche süßen, bunten Bungalows gibt es hier überall. So, hier sind die Waschmaschinen und der Trockner. Das kostet 4,50 € zum Trocknen und 4 € zum Waschen. Das kann man wohl auch gleich hier zahlen. Habe ich jetzt nicht getestet. Dann kommen hier die Toiletten. Einmal für Frauen, einmal für Männer. Upsala. Und hier haben wir noch eine Ladestation für Handys. Dann schauen wir uns mal die sanitären Einrichtungen an. Hände sind schon desinfiziert, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und eine Maske hat hier keiner an, außer das Reinigungspersonal. Also von daher. So, hier, schaut mal, das ist alles super sauber. Es gibt alles, was man braucht hier. Da geht es jetzt um die Ecke zu den Toiletten. Die sind auch schön sauber. Hier wird permanent geputzt. Natürlich auch im Anbetracht der Situation. Und hier hinten, da habe ich gestern geduscht, weil da stand nämlich Hot and Cold Shower. Und das fand ich gut. Ich mag es nämlich heiß zu duschen. Und hier schaut mal die Duschen. Die sind voll schön. Das ist wie so ein, wie so Regenwasserdusche. Super angenehm. Richtig schön zu duschen hier. So, und hier laufen wir jetzt einmal um das Haus rum. Und da seht ihr die Schilder. Hier steht überall dran, wo man parken darf und wo nicht. Hier zum Beispiel, das sind Plätze, hier, da steht es, für Wohnmobile mit Überlänge. Also es gibt auch Platz für Leute mit einem großen Wohnmobil. Dann gibt es hier ganz viele Plätze für Zelte und nochmal ganz viele Plätze für Wohnmobile. Und hier ist alles super schön im Schatten. Also zwischen den Bäumen hat man so richtig so einen kleinen Platz für sich. Ist richtig toll gemacht. Hier die Versorgungsstationen für das Wohnmobil, da gibt es auch mehrere davon. Und schaut auch alles schön gepflegt aus. Hier hinten. So, und hier kommen wir dann zum Spülbereich. Und da gibt es auch eine Mikrowelle. So, sowas benutzen wir nicht, aber der eine oder andere ja schon. So, hier kann man abspülen mit Warm- und Kaltwasser. Und hier gibt es zum Beispiel extra kaltes Wasser. Ich weiß nicht genau wozu, aber die werden schon wissen. Und hier, da kann man Wäsche waschen. Habe ich vorhin auch gemacht hier. Ja. So. Genau. Das war's jetzt hier. So, hier sieht man nochmal schön die ganzen Plätze zwischen den Bäumen. Super, super nice. Und hier hat man nochmal Außenduschen. Und die sind sogar warm. So, hier haben wir den Eingangsbereich. Da fährt man rein. Hier ist auch alles schön sicher. Da haben wir die Rezeption. Der Herr hier, der passt auf, der guckt. Man hat hier zum Beispiel auch solche Bändelchen am Arm. Ja, ist auch ein 3-Sterne-Platz. Und da ist die Rezeption, da gibt es auch einen Bankautomaten. Nebendran ist die Bar, ein Restaurant und auch ein Supermarkt. Hier fährt man rein und gleich hier hinter diesem Wohnwagen, da haben wir geparkt. So, da drüben stehen meine zwei. Wir gehen jetzt nämlich zum Pool. Na Gott sei Dank bist du über 3, ha? Huh? So, ihr dürft da rein. Children under 4 years must wear diapers in the pool. Was ist das? Diapers, Windeln. Oh, Windeln. So, hier haben wir den Poolbereich. Und hinter dem Poolbereich, da ist hier gleich der Supermarkt. Ist ein bisschen hochpreisig, klar. Kann man nicht hier rein, wenn man so viele Jahre alt ist? Doch, dann darf man. So, jetzt schauen wir mal hier den Pool. So, das ist übrigens ein Salzwasserpool, auch mal was ganz anderes und ein Jacuzzi. So, ist der Pool schön warm, Auri? Der warm oder kalt? Eher kalt warm. Eher kalt warm? So, ich sitze jetzt hier in der Ecke und die Kinder dürfen hier jetzt im Pool ein bisschen baden.
Da hat man. Ganz genau, der ist nicht so tief und der da hinten ist tief. So, und durch diese Glastüren geht es hier nach draußen. Da schauen wir mal, wie tief der ist. Geh mal rein. Der ist nämlich gar nicht so tief. Ich glaube, da kannst du besser schwimmen in dem. Und wenn wir jetzt hier rüber schauen, da haben wir den Jacuzzi. Da dürfen auch maximal nur 4 Leute rein. Also sehr gechillt. Dafür ist er nämlich sehr groß. So, echt eine richtig schöne Anlage, ihr Lieben. So, da kommt unser Lissander. Ach, da ist ein Ball mitgebracht. Super. Da ist ein Volleyball drauf. Ich dachte, ich habe Wasserball. Cool. So, hier dann noch eine schöne Liegewiese und die bunten Häuschen. Eine super schöne Anlage. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Und wir fahren jetzt gleich weiter. Die Kinder spielen jetzt noch ein bisschen im Pool. Und dann gehen wir Alex mit dem Esel, oder nicht mit dem Esel, aber wir gehen Alex abholen und verbringen vielleicht noch eine Nacht am Santa Clara Barajem, wenn das noch erlaubt ist. Müssen wir jetzt checken. So, ihr Lieben, hier stehen wir jetzt seit gestern am Santa Clara See, ganz alleine hier oben. Wie ihr seht, ist das Wetter jetzt nicht das Beste. Da drüben ist Mikeys Esel und ja, der Esel, der muss hier in der Nähe auf so eine Farm und genau, es gab jetzt mehrere Probleme, deswegen stehen wir hier. Alex und ich laufen jetzt mal runter zum See und holen Wasser, weil der Esel auch Durst hat. Esme, du gehst mit, Schatzi? Ja, natürlich. Mikey passt auf die Kinder auf und wir machen das jetzt. Dann zeigen wir euch hier jetzt ein bisschen den See. Und das hier ist der Santa Clara Barajem. Es ist wunderschön hier. War mal ein beliebtes Ziel für Wohnmobile. Mittlerweile werden die hier aber regelmäßig verscheucht. Ich weiß nicht, ob man hier noch irgendwo parken kann und wie. Wir stehen oben. Das hat jetzt keine Probleme gegeben. Wir haben ja auch einen Grund, hier zu sein. Und genau, mehr weiß ich leider nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal vorbeizukommen. So, ich erkläre euch die Sache mit dem Esel noch mal kurz. Und zwar ist das so, Mikey hatte den Esel, der hat mit dem Esel auf einem Stück Land gewohnt, da kann er jetzt nicht mehr wohnen und jetzt muss der Esel leider woanders hin. Kurzfassung, steckt natürlich noch viel mehr dahinter. Will jetzt aber nicht ausschweifen, Alex hat es sich bereit erklärt mitzugehen. Der Esel muss zu Fuß transportiert werden, weil er jetzt niemanden hatte mit einem Anhänger. Und genau. Die Problematik besteht darin, dass sich die Leute, wo der Esel hin soll, nicht melden und dann wollen sie sich immer wieder irgendwo anders treffen und so weiter und so fort. Es ist ein Hin und Her. Es regnet, es ist draußen in der Pampa, man kann hier nirgendwo Essen kaufen oder ähnliches. Natürlich haben die sich vorbereitet, aber Essen und Trinken hält ja nicht ewig. Der Esel, der braucht 15 Liter oder mehr am Tag und das ist natürlich alles nicht einfach dann. Hey, Esme. Genau, und ich bin den jetzt hinterhergefahren und habe halt Essen gebracht und Wasser und so, solche Sachen. Jetzt hat es aber heute auch wieder nicht geklappt mit den Leuten. Jetzt mussten wir uns was anderes einfallen lassen, konnten wir aber nicht, weil es gibt nicht viel Möglichkeiten außer laufen. Wir haben es heute Morgen probiert. Jetzt sind die Strecken hier aber auch so rutschig vom Regen, dass der Esel nicht hochkommt und einfach gar nichts klappt. Jetzt haben wir eine Lösung gefunden. Ne?
das waren jetzt unsere Abenteuer die letzten Wochen, seit wir hier in Portugal angekommen sind. Wir sind ja mit dem Ziel hierher gekommen, unseren Camper, unser Wohnmobil fertig zu renovieren. Das steht auch noch. Das dauert jetzt einfach nur ein bisschen länger als gedacht. Aber ja, ihr wisst ja, Pläne sind da, um über den Haufen geworfen zu werden. Und genau, jetzt schauen wir einfach mal, wie das läuft. Das werdet ihr dann hier sehen. Um nochmal zur Zukunft von diesem Kanal zurückzukommen. Ich werde jetzt weitermachen, wie am Anfang schon gesagt, weil ich jetzt eben auch die, ich habe jetzt auch die Unterstützung bekommen, die ich eben gebraucht hatte. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich sowas wie Kanalmitgliedschaften anbieten werde. Und gewisse Dinge dann auch noch nur noch an die Leute oder für die Leute mache, die das auch wirklich interessiert, die jetzt das hier nicht als Soap sehen oder uns irgendwie scheitern sehen wollen, sondern die, die sich auch wirklich was mitnehmen. Ich möchte mir da noch irgendwie was überlegen. Ich schaue bei anderen YouTubern, wie die das machen, aber es ist alles noch nicht so das Wahre. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen. Genau, Kanalmitgliedschaft. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit über Patreon. Das haben wir auch, das habe ich mal angelegt, aber ich habe damit nie irgendwie was gemacht oder das irgendwie verbreitet oder sonst irgendwas. Ich habe das zwar verlinkt im Header, aber ich glaube, so viel Beachtung wird dem gar nicht geschenkt, weil auch keiner was damit anfangen kann bis jetzt. Das ist ein amerikanisches System, das haben auch manche deutsche YouTuber mittlerweile. Und ja, mal gucken, auch wenn ich immer wieder so ein bisschen mit mir selber im Konflikt stehe, was die ganze YouTube-Geschichte angeht. Ich denke, auf YouTube sind die Leute einfach ein bisschen anspruchsvoller. Die Leute erwarten viel mehr hier, weil sie das auch von anderen gewohnt sind. Und ich hau Informationen raus ohne Ende. Ich helfe jedem. Ich antworte auf jede Mail und Nachricht und so weiter und so fort. Ich habe ja schon erwähnt, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Ich habe aber auch erwähnt, wie viel Spaß man das macht. Und wenn wir Leute treffen, Zuschauer, und die uns sagen, ihr wart der Grund, warum wir das überhaupt gemacht haben und wir sind jetzt überglücklich, allein das ist schon ein Grund, weiterzumachen. Es steht hier auf jeden Fall noch eine Roomtour an vom Wohnmobil, so wie es jetzt aussieht. Mit den Fetzen vom Ausbau bin ich leider immer noch nicht weitergekommen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Das ganze Bildmaterial, ja, kann man nicht verwenden. Das ist so schade. Wir haben so viel Mühe, Energie da reingesteckt, um das auch alles richtig zu dokumentieren. Ist jetzt halt so, muss ich so akzeptieren. Dafür wird es dann vielleicht beim nächsten Mal was. Jetzt habe ich ja wieder eine anständige Kamera. Die ganze Instagram-Sache, ja, die werde ich natürlich auch weitermachen. Über Instagram flattern jetzt nämlich die ersten bezahlten Kooperationen rein. Wir hatten zwar auch hier schon ganz, ganz viele Anfragen, aber das sind Dinge, mit denen wir uns nicht identifizieren können. Also ich könnte euch hier keine Taschenlampen vorstellen. Auch wenn wir Taschenlampen brauchen oder irgendwelche Generatoren oder sonst irgendwas. Ja, wäre ganz cool, das alles zu haben, aber das muss man dann mitschleppen. Und dann ist auch die Frage, ob uns das was bringt oder nicht. Und ja, in die Richtung hätte ich schon viel machen können. Aber wie gesagt, das passt dann halt einfach nicht zu dem Zeitpunkt, an dem ich das andere Video aufgenommen hatte. Da hatte ich so ein kleines Tief, habt ihr ja auch ganz deutlich gespürt. Wegen der Ausrüstung. Und ich glaube, ein oder zwei Tage später hat sich dann alles schlagartig auf einmal gebessert. Und ja, ich glaube, dass wir jetzt echt schon ganz schön viel erreicht haben. Und ich bin richtig stolz drauf, dass ich das auch in meinem Tempo erreicht habe. Ich bin ja eher langsamer. Ich habe ja auch zwei Kinder. Und das frisst halt auch einfach viel Zeit auf. Und das ist auch gut so. Das soll auch so sein. Aber es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, da eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Und ja, jetzt geht es bei uns endlich aufwärts. Und ich denke, dann geht es auch hier wieder aufwärts. Und ihr werdet eure gewohnte Positivität zurückkriegen. Auf Instagram. Sorry for being not sorry. Aber ich weise nochmal drauf hin. Habe ich jetzt die Tage ein Video hochgeladen mit ganz vielen Sachen, die wir gefunden haben. Oder das heißt ganz viele, mit einigen Sachen. Ja, falls euch das interessiert, da habe ich ein bisschen was zusammengeschnitten, auch woher die Sachen kommen, was für Marken das sind. Wenn euch das interessiert, kann ich solche Videos auch hier machen, so ein bisschen länger und ein bisschen ausschweifender. Genau,
sagt mir einfach Bescheid und dann beende ich das jetzt an dieser Stelle. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, für eure Unterstützung, die Kommentare und all die Nachrichten. Und ich hoffe, dass wir so in einem positiven Kontakt bleiben und das jetzt nicht den Bach runtergeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ihr Lieben!